Ja, da hinten fehlt natürlich noch, aber da hinten fehlt eh einiges. Die Basis ist eh eigentlich nur. Machen wir das weg. Ja, das hier ist eigentlich nur die Basis. Das da ist nur Ramsch und ein bisschen extra Platz. Aber das können wir trotzdem zwischendurch upgraden. Weil ein Zuschauer meinte, dass wenn man nur ein, zwei gewisse Gebäude bauen würde, selbst mit den roten Solarzellen und roten Akkus nicht hinterherkommen würde. Und das klingt abgefahren. Ich wüsste jetzt ad hoc nur nicht, welche Gebäude das sind. Allerdings gibt es ja noch recht viel, was ich noch gar nicht gesehen habe. Auch noch ein kleines Update zu den Yoki-Sachen. Habe ich leider falsch verstanden. Die sind nicht dafür da, dass wir hier diesen Planeten übernehmen, sondern die sind dafür da, quasi off-camera losgeschickt zu werden. Dann kriegt man dafür Ressourcen. Und für die Ressourcen kann man dann was anderes wohl bekommen. Das heißt, es wird nichts mit einer riesigen Horde von Robotern, die hier alle Aliens platt macht. Das ist ein bisschen schade. Aber können wir trotzdem reingucken. Ja. Ich wäre dafür, dass wir. Die brauchen auch alle Wasser, ne? Die meisten von den Zwischenschritten. Ich hätte gerne einen ordentlichen Yoki-Komplex. Also, das Ding hier auseinanderfriemeln. Und woanders ordentlich aufbauen. Und ja, wir haben inzwischen eine Kiste voll Fische. Brauchen wir irgendwas hiervon überhaupt noch? Wir brauchen keine Luftfilter mehr. Reiß mal. Also dich nehmen wir mal kurz zur Seite. Setz dich mal da irgendwo hin. Und mach jetzt mal alles weg an die Yuki-Sachen. Und wir bauen sie dann einmal neu woanders auf. In einem schönen, ordentlichen Muster, wie sich das gehört, ne? Das heißt, wir schnappen uns hier irgendwo eine Ecke und bauen die Sachen da hin. Das heißt, ich fordere die jetzt einfach mal an. Mal die raus, die raus, die raus. So, und du forderst an von Yoki die Ps und Cs und all so ein Zeug. P, C, W. Der Washer wird Wasser brauchen. Die bappen wir irgendwo unten hin. Entschuldigung, bin immer noch ziemlich verschnupft. Weg, weg. So, also einfach hier. Weil wir werden nicht noch mehr Platz brauchen für die Replicator. Jetzt, wo wir die Expansion Base für uns entdeckt haben, brauchen wir eigentlich nur noch eine einzige Expansion Base für jede Ressource, wenn wir komplett drumherum die Expansion. Also ein Replikator und drumherum die Expansion Base, die richtigen Module rein und dann passt das eigentlich schon. Vor allem, wenn wir später hier Gottmodule reinhauen können. Warum sind hier keine Module drin? Sehr komisch. Ihr habt alle die richtigen, ne? Ja, du bist sogar voll. Wow. Ach so, ja, weil die rechten Kisten zuerst abgeholt werden. Das ist eh so ein ärgerlicher Punkt. Aber na gut. Haben wir jetzt Cs und Ws? Da sind Cs. Crusher. Problem hierbei ist jetzt allerdings, dass die ein ganz anderes Muster haben. Wir können also nicht einfach das von hier weiterführen, jedenfalls nicht direkt. Also fange ich einfach mal hier auf der Höhe von einem davon an und mache das dann so. Und ihr macht jetzt bitte zweimal grün. Oh, ihr braucht auch beide Wasser. Und du machst bitte blau, ihr braucht auch Wasser. Also müssten wir hier irgendwo so ein Wasserpump-Ding hinsetzen. So einer. Mal gucken, ob der reicht. Und ich nehme den, weil der hoffentlich klein genug ist, dass wir ihn hier so reinquetschen können. Genau. Haben wir noch Untergrunddinger? Ja. Lila Untergrundrohr für das kleine Stück ist doch ein wenig übertrieben. Machen wir hier davon welche, davon ein paar und dann ist gut. Da hinten müssen wir eh nicht rum oder runter oder sonst irgendwas. So, da ziehen wir einfach einmal das ganz durch. Und dann ist gut. Das heißt, ihr braucht jetzt nur Charge Chunks. Rot, 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 rot. Blau, 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 blau. Dim, 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 dim. Du hättest gerne Charge Chunks. Die wo sind? Hier mit bei.
Charge Chunk, Shift rechts, Shift links. Beschränken tue ich die nicht. Die können ruhig alle Kisten damit voll machen. Und du hättest gerne Unicom. So, also die beiden Sachen hätten wir schon mal. Jetzt bräuchten wir als nächstes die lila Sachen. Also grün ist Crushed FC, blau ist Crushed UC. Und rosa ist Rich Dust. Das wird einfach so kombiniert. In was wird das kombiniert? In irgendeiner Maschine oder in so einem komischen grauen Ding. Das ist, ja, okay. Shift rechts, Shift links. Das heißt, das müssten wir irgendwo hier neben noch machen, extra. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Aber muss es ja auch nicht. Trotzdem muss es gemacht werden. Also baus mal hier hin. So, so. Ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel, aber das ist okay. Weil hier ist alles schön in Ordnung. Dann ist hier alles schön in Ordnung. Dazwischen ist es ein bisschen durcheinander. Damit kann ich leben. So, du stellst jetzt nur das daher und du wirst beschränkt. Du wirst sowas von beschränkt. Weil ich will nicht alle unser Zeug jetzt verballern für irgendwas, was wir gar nicht wirklich brauchen. So, du kannst keine Gottmodule haben, du aber schon. Kannst du... Kannst nur... Was? So, du kannst gar nichts drin haben. Ach nein, Yoki hat extra Module auch noch. Ah, stimmt, das muss ich mir auch noch angucken. So, und du hättest gerne sowohl das Grüne als auch das Blaue. Also Crushed FC und Crushed UC. Da. Und da aber nicht unbedingt 1000, sondern 200. So. Das hätten wir jetzt auch. Was brauchen wir dann noch? Wet Contaminated Mud? Was? Jetzt brauchen wir die Blöcke. Also blaue Blöcke, lila Blöcke, die da, die müssten aber mit einem Smelter gemacht werden. Das heißt, wir müssten auch hier einen Smelter hinhauen. Okay. Ich hätte gerne... Hä? Ah, da fehlt jetzt wieder extra Zeug. Komm, haben wir irgendwas an Smelter noch im System? So ein MK3 wäre ganz schick. Nehmen notfalls auch ein MK4. 30 MK3 hätten wir schon mal. Ja komm, das sollte reichen. Dann setz dich mal hier hin. Ebenfalls so. So, und du schmilzt. Also wir brauchen zwei, richtig? Du wirst in der Presse gemacht. Du wirst auch in der Presse gemacht. Du wirst in der Schmelze gemacht. Und du nimmst nur Rich Dust. Das heißt, eigentlich hätten wir das gleich hier näher ranbauen können, aber was soll's. Du. Da, Rich Dust. Hättest gerne 100 Stück davon und du wirst auch beschränkt auf 2 Stacks. Und du kriegst ebenfalls Gottblule. Okay. Woran hapert's bei euch? Achso, weil das gerade unten noch alles verbraucht wird? Oder sind die Dinger nicht angeschlossen? Doch, da ist was. Da ist was. So, du kriegst auch Gottmodule. Und wir hätten noch ganz gerne einen von den großen Flächen-Mining-Drills für die Unicorn-Geschichte. Dafür bräuchten wir jetzt Inva und Breastgear. Breastgear Wheel und Inva Plates. So. Wobei ich mir eigentlich recht sicher war, dass wir Unicom irgendwo schon mal abgebaut haben. Aber schade ja nicht, noch einen Drill zu haben. So. Dreier Drill reicht auch schon. Du. Rot. Gott. Da sollte jetzt auch genug rumkommen. Okay. Du machst die. Die stecken auch so schön hoch. Und neue Forschung habe ich ganz übersehen. Nimm bitte...
bessere davon? Nein. Extended Robo Network. Puff. Alien Fragments. Da hatte ich mir noch ein bisschen was zu angeguckt. Das bringt uns leider, so wie ich das sehen kann, gar nichts. Also das gesamte. Der gesamte Mod. Evolutions Mod. Der sorgt dafür, dass man diese Würmer-Dinger bauen kann. Und auch selber Biter und Spitter. Allerdings sind die halt bei weitem nicht so stark wie die Biter und Spitter, die wir kennen. Aber vielleicht macht's die Masse. Dies müssten wir dann schauen. Und die Rüstung sah halt auch nicht ganz so gut aus wie die Power Armor MK, schieß mich tot, die wir haben können. Aber wegen den Viechern. Theoretisch, wenn wir so eine ganze Armee aus Viechern dann bauen, dass sie dann trotzdem, dass sie halt nur Big Spitter und Big Biter sind, dass sie dann trotzdem irgendwann schaffen, Könige zu knacken. Bisschen fraglich, oder? Und ich kann es auch gar nicht erforschen, weil ich dafür erstmal noch ein extra Labor bräuchte. Ja gut, dann erforsch mal das da, auch wenn ich das eigentlich nicht unbedingt machen wollte. Aber es könnte ja praktisch sein. Wenn das wirklich viel zu lange dauert und ich alle 2-3 Folgen los muss, irgendwelche Aliens töten, damit wir genug lila Tränke bekommen. Ist ja auch nicht so wirklich spannend. So. Da war gerade ein Angriff. Ich frage mich gerade, was ich hier unten mache. Sagt mir irgendetwas unterbewusst, dass ich hier unten was vergessen habe? Also ja, es fehlen definitiv an ein paar Stellen Module, die man sehen kann. Die werden aber auch nicht so wirklich gebraucht, die Sachen hier, so wirklich häufig. Oh, da. Die werden häufig gebraucht, das war eine gute Idee. Also hier schon mal. Da hatten wir uns schon drum gekümmert. Ja. Ne, gut. Zurück zu Yoki. Wir wollten... Die Pressen jetzt noch aufbauen. Die Sachen werden immer noch abgerissen? Warum dauert das so lang? Achso, ja, okay, da sind jetzt tausende von Stücken drin, die alle abtransportiert werden müssen. Das ist verständlich. Das klaue ich mir dann alles mal. So ist einfacher. Fisch. Ja, damit dürften die Roboter auf jeden Fall schon mal jetzt ziemlich entlastet worden sein. Das ist okay. Schmeiß die Fische mal in irgendeine Kiste. Wow. Au. Oh. Ich sehe sehr viel Grün. Kommt nur mir das so vor? Nimm bitte. Muss ich jetzt 100 Stück auf den Boden legen? Ja. Oder ich hätte einfach irgendwas craften können, ne? Dann wären die auch verbraucht worden. Crafte mal. Crafte mal irgendwas. Crafte mal hier. So, leg das dann da rein. Das ging schnell. Und setz bitte, haben wir noch gelbe Kisten? Hier, bau gelbe Kisten. Wir brauchen mal irgendwas an Ressourcen. Die können weg. Leichen. Leichen können weg. Wo sind die? Nein, nicht auf dem Boden. Schmeiß die. So, Smart Chest. Okay. To die. Da. Dahin. Bau mehr davon. Und guckt nach, warum zum Geier wir so viele grüne Platten haben. Das wird daran liegen, dass ich die mal umgestellt habe auf lila, glaube ich. Wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass das vielleicht nicht so eine super Idee war. Und ich muss dem Kommentarschreiber recht geben. Logistikkisten oben waren alle völlig voll. Mach mal das weg. Alles wieder auf rot. Okay. Das heißt, das wird sich jetzt hoffentlich demnächst legen. Die ganzen grünen Sachen werden verbraucht werden und dann
passt das auch. Und ich werde die Pause, die Folge jetzt leider schon beenden müssen, weil ich bin viel zu groggy. Bis zum nächsten Mal.